Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Sims 3. Mein Name ist Jatilex, aka Alex, und ja, wir sind hier gerade in unserem Haushalt Weiß unterwegs, inklusive auch Katrin Lontjeva, unserer Verlobten. Und ich bin sehr stolz darauf, dass sie auch, dass wir auch endlich zusammengezogen sind. Also der Hochzeit steht jetzt eigentlich nichts mehr im Wege, außer dass wir noch ein paar mehr bzw. bessere Beziehungen aufbauen wollen einfach. Und deswegen würde ich dir auch mal vorschlagen, dass wir uns damit beschäftigen, jetzt in den nächsten Folgen einfach mal ein paar mehr Freunde auch an Land zu ziehen. Da muss ich mal noch mal kurz meinen Timer hier restarten. Und irgendwie mag sie es mit Autos abzuhängen. Ich weiß nicht wieso. Ihr Auto ist ihr Freund, aber bei uns ist das auch irgendwie so. Ist ein bisschen komisch, aber ja, ist ja jetzt auch nicht wirklich schlimm. Der Garten ist, glaube ich, soweit gemacht. Genau. Wir haben knapp 20 Riesen auf dem Konto. Das heißt, wir sind auch wirklich jetzt ganz gut dabei. Jetzt starte ich auch erstmal eben das Spiel hier, damit wir uns jetzt auch hier um alle kümmern können. Katzenklo benutzen ist, glaube ich, eine ganz gute Idee, Misha. Unser Kater möchte nämlich auch langsam mal wieder aufs Toilettchen. Naja, nicht wirklich, aber kann ja nicht schaden, sagen wir es so rum. Okay, Katrin kann anscheinend keine Fische fangen hier im offenen Meer. Auch gut. Freundschaftlich begrüßen. Rich wohl auf. Den müssten wir doch aber eigentlich auch kennen. Arbeit. Nicht. Ne, er ist ja wahrscheinlich Arzt. Ja. Nee. Kollege. Einfach mal freundlich. Kennenlernen, freundlich, tratschen, freundlich, über Wetter reden, freundlich, mehr über neue Arbeit reden, freundlich, vom Wissenschaft schwärmen und freundlich, einfach mal plaudern, einfach mal ein bisschen hier die Beziehung auflockern. Ja, ein paar mehr Gäste auf der Hochzeitsfeier sollten auch eigentlich drin sein. Ich meine, wir kennen hier ja so gut wie gar keine. Wenn ich mal wirklich ehrlich bin, wir kennen hier so gut wie gar keine Leute. Ist ein bisschen schade, aber nun ja. Was wir jetzt noch machen sollten, wären eigentlich auch mal ein paar Berichte zu schreiben. Das wäre eigentlich sogar eine ganz gute Idee, wenn ich ehrlich bin. Also mal irgendwo im Müll umherwühlen. Durchwühlen. Und Misha, was machst du? Du schläfst. Ja, das ist gut. Igor rennt jetzt hier mal wieder ums Haus herum. Muss mal gucken, wie wir das ändern können, dass die Sims jetzt nicht mehr hier vorne die ganze Zeit um das Haus rumrennen, sondern sofort hier zum Auto rennen und gut ist. Beziehungsweise selber joggen. Ist ja auch ganz gut eigentlich. Schöne körperliche Aktivität. Ist gut. Fördert Geist und Seele. So, ehrlich. Müll, Zeitung, noch eine Zeitung. Einen Samen, einen unbekannten Samen. Waschmaschine kaufen wir uns im ersten neuen Haus. Schrott. Alfonso Randale. Das ist auch ein ganz interessanter Name. Schrott können wir verkaufen, den Samen, den behalten wir. Zeitung können wir weg. Der Müll kann nicht weg. Denn wir können diesen Müll nur in unserer eigenen hier, Tonne einschmeißen. Katrin ist schwimmen gegangen. Ja, muss ich gleich mal eben nachgucken, was denn jetzt hier los ist. Tatsache, Katrin ist schwimmen gegangen.
So schön ein bisschen weiter rausschwimmen auch. So schön hört sich das Ganze jetzt aber nicht an. Hier. Würde ich mal sagen. Ah, sie ist schlank geworden. Sie war ja vorher schon schlank, aber jetzt ist sie halt noch schlanker. Ich meine, Katrin hat ja auch eine sehr gute Figur. So, herrlich. Ja, gleich mal das Screen von machen. Da kannst du auch nochmal hinschwimmen. Ich weiß aber nicht, was ihr Balken jetzt hier anzeigen soll. Ich glaube, das ist die Athletikfähigkeit. Könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Da vorne kannst du auch nochmal hinschwimmen. Oh, wunderbar. So, Igor ist wieder zu Hause angekommen. Stinkt jetzt natürlich wie Sau. Gehst erstmal duschen. Passend zu meinem LS17-Projekt, da befassen wir uns ja aktuell auch mit Schweinchen. Achso, Katrin ist ja da ganz hin. Nee, wollte ich da schon hingehen. Ja, kratz dich mal da ganz in Ruhe, das ist gut. Ah, Grundlagenathletik hatte ich doch recht. Joggen gehen, ja, machen wir mal nicht. Du hast eine gute Figur, braucht man momentan noch nicht. Wie sieht's hier aus? Igor ist noch gut am Duschen. Und ihr seht, jetzt kommt hier auch mal ein bisschen mehr Leben rein in die Bude, weil wir ja jetzt hier sauber mit Macke los, machen wir ja erstmal eben hier. Da wir ja jetzt mit Katrin halt zusammen sind, sie bei uns eingezogen ist. Das heißt, wir haben jetzt einen neuen Sim, mit dem können wir auch wieder einiges machen. Bin ich auch sehr froh drum, dass wir das so gut hingekriegt haben, eigentlich sogar schon. So, Igor putzt, Katrin schwimmt, aber auch das nicht mehr lange. Denn sie muss eigentlich jetzt auch schon wieder nach Hause. Denn morgen ist schließlich ein Arbeitstag und man möchte den Chef nicht enttäuschen. Aktuell sind wir erst noch Testobjekt, aber das wird sich jetzt mit der Zeit halt auch hochleveln. Wenn man sieht, wie schnell Igor aufgestiegen ist, wir haben Woche 7 und er ist schon Gesetzeshüter 10, also oberste Karrierestufe, dann kann man schon wirklich auch sehen, wie viel das einem eigentlich bringt. Denn es ist nämlich wirklich auch extrem viel. Hier kannst du aber mal... Igor, öffne mal eben hier das Ding, bitte. Danke. Schmeiß mal einen Papierball hier raus, dann kann Misha sich damit auch ein bisschen einfach entspannen. Die Katrin ist jetzt nach hier hinten. Ja, ich fahre auch immer in meinem, nicht Schlafanzug, sondern in meinem Schwimmanzug. Auto, ganz klar. Für euch dürfte es jetzt sehr wahrscheinlich ein bisschen schwieriger sein, was zu sehen. Muss mal gucken, wie ich das hier richtig eingestellt bekomme. Es ist wirklich ein Graus, dass man nicht so viel erkennen kann. Also. Nee. Du siehst dem Tier jetzt nicht zu. Jetzt wird erstmal hier wunderschön entspannt, so ein bisschen. Aber das ist doch eigentlich ganz niedlich so. Unser kleines Häuschen hier. Die Beziehung zwischen den beiden ist auf höchster Ebene. Also alles wirklich im wunderbaren Bereich, würde ich jetzt schon fast sagen wollen. Dann schön hier die Nacht durchstehen irgendwie. Und dann ist ja eigentlich auch alles ziemlich gut. Zu durchstehen fällt mir jetzt auch noch ein guter Witz ein, aber der ist leider nicht so jugendfrei. Deswegen lasse ich das an dieser Stelle auch mal eben. Ja, aber sonst sieht ja auch alles soweit so gut aus. Misha, du könntest aber mal ein bisschen was fressen gehen. Und dann darfst du auch dein Katzenklöchen mal wieder benutzen. Oh, Igor, jetzt beschleunigen wir das Ganze mal eben hier. Kannst du aufstehen, säubern. Kannst auch schon frühstücken gehen, Reste essen von Wassermelonenpfannkuchen. Misha, du bist hier hinten. Intensität einstellen, aufhellen dieses Licht. So, perfekt. Ne, nicht du, sondern du. Und wenn du damit fertig bist, kannst du auch noch eben das Bettchen machen hier.
Ah, ja. Da fängt er auch schon wieder an zu singen, hier der Gute. Kann er auch, ich kann ja eigentlich ja auch ziemlich gut. Ja, ziemlich gut jetzt vielleicht nicht, aber schon relativ gut. Er muss jetzt mal eben gedulden, Nisha. Noch darfst du nämlich nicht. Aber bald. Ja, komm, jetzt macht Katrin schon das Bett, also alles gut. Jetzt darfst du dich wieder, darfst du das Bettchen noch benutzen gehen. Samen finden können wir auch mal machen. Gärtnerin-Karriere einschlagen, eher weniger. So, du gehst dann auch duschen. Und die Reste von den Wassermelonenpfannkuchen essen. Bevor du noch zur Arbeit fährst, noch eben hier Toilette benutzen. Igor geht stattdessen auch hier schreiben, berichten über Alfonso Randalo. Muss er ja schließlich auch. Er muss ja hier für die Arbeit. Berichte sind schlecht. Das ist überhaupt nicht gut. Also besuche elitäre Gemeinschaftsschule. Bis wann haben wir denn Zeit dafür? Okay, steht nichts. Dann haben wir noch genügend Zeit dafür. Würde ich jetzt mal so sagen. Ja, da stehen die Pfannkuchen. Wunderbar. Und wie ihr seht, reicht unser Tisch auch genau für zwei Personen. Also wir haben damals beim Bau des Hauses echt gut kalkuliert, was das angeht. Also alles grünen Bereich hier. So, jetzt geht Igor noch eben schnell das Geschirr wegbringen und dann kann er auch schon anfangen zu schreiben. Ich meine, wir haben freitags morgens 5.10 Uhr. Das ist die normale Zeit, wo ich normalerweise aufstehe, so langsam. Also, und um die Zeit ist Igor hier schon fleißigst am Schreiben. Wenn ich meinen Kaffee getrunken habe, dann kann ich das auch, aber auch erst danach. Denn sonst geht das Geschriebene eher den Bach runter, als dass es einen weiterbringt, wenn man es liest. Also, alle Achtung, wer so früh direkt nach dem Aufstehen schon schreiben kann. Oder also auch gute Sachen schreiben kann. Und nicht nur einfach da reinschreiben kann. Also, alle Achtung vor diesen Leuten, das können. Was dir, wenn ich die Hände gewaschen kann? Eieiei. Perfektionisten, aber keine Hände waschen können. Ist auch nicht gut. Oh, da ist es kaputt gegangen. Nee, geht jetzt leider nicht. Dann musst du das halt aufräumen. Fähigkeit Angeln lernen können wir auch machen. Müssen wir ja für später eh können. Also alles gut. Startet in 3 Stunden. Also wir haben noch genug Zeit, um hier ein bisschen fernzuschauen. Einfach es uns ein bisschen gut gehen lassen. Und wie ich sehe, sind die Apfelbäume auch schon wieder reif geworden. Dann, das heißt, wenn wir wieder zurück sind von der Arbeit, werden Katrin und Igor sich hier um die Bäume kümmern müssen. Wie man vielleicht gerade hört, mich auch anscheinend noch ein bisschen erkältet. Sind noch die Nachwirkungen. Aber auch das wird bald nachlassen. So. Ja, das ist gut, dass sie Gärtner-Gartenkanal eingeschaltet hat. Denn das ist ja auch das, was wir können müssen. Also, alles gut. Was mich jetzt ein bisschen aufregt, ist, dass überall hier diese Edelsteine jetzt rumfliegen. Hier müssen wir die mal ordentlich irgendwo hinlegen. Okay, gut. Igor geht jetzt erstmal eben auf Toilette. Katrin schaut ihr Fernsehprogramm fröhlich weiter. Hör mal, hart arbeiten. Dann passt das auch alles ziemlich gut. Ja, da möchte ich jetzt eigentlich nicht zugucken. Berichte sind immer noch schlecht. Wir müssen noch ein paar mehr Berichte halt schreiben. Malerei wunderbar, Logik normal. Ja, wir müssen das Ganze halt noch ein bisschen ausweiten. Und zwar beides am besten auf Level 10 bringen, dann ist alles gut. Aber bis wir das hingekriegt haben, dauert es natürlich noch ein bisschen. Bisschen sehr lange sogar. Und Katrin hat bald die 2. Stufe schon erreicht. Da hat sie die 2. Stufe erreicht. Und
Katrin kann jetzt Unkraut in ihrem Garten jäten. Das Gemüse wird es ihr danken. Das ist natürlich klar. Ich kann kochen lernen. Können wir irgendwann anders machen. Jetzt hast du ja schon Athletik, Gartenarbeit, Angeln, Geschick. Ja, Katrin muss auf jeden Fall einiges machen. Katrin muss wirklich einiges machen. Du fährst auch nicht damit zur Arbeit, sondern natürlich mit deinem eigenen Wagen arbeiten. Normaler Betrieb ist gut. Ich meine, wir stecken jetzt eh auf der letzten Stufe fest. Wir können ja nicht weiter aufsteigen. Also alles gut. Ich muss mal kurz in mein Sim-Buch reingucken. Moment. So, da bin ich auch wieder. Mikro. Ich habe nämlich das offiziell lizenzierte Strategiebuch Insider-Geheimnisse, Profi-Design-Tipps und eine vollständige Simologie. Ich finde das Buch richtig gut. Und da gucken wir jetzt mal eben, wo es hier mit der Arbeit steht. Arbeit, 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 Arbeit. Simologie, Karrieren, Seite 108. So. Wirtschaft, nein. Verbrecher, nein. Kochen, nein. Journalisten, nein. Aus alt macht neu. Die Jahre haben auch in der Polizeiwache ihre Spuren hinterlassen. Und dein Chef ist der Meinung, die Räumlichkeiten könnten eine neue Deko vertragen. Male so schnell wie möglich ein originelles Gemälde und bringe es mit zur Arbeit. Dein Chef hat dir zugesichert, im Gegenzug deine Jobleistung zu erhöhen. Entwirf ein originelles Bild und bringe es mit zur Arbeit, bevor die Zeit abläuft, um deine Jobleistung zu erhöhen. Machen wir natürlich und wir haben das Bild ja eh schon hier eigentlich. Entschuldigung bitte, da muss ich mal kurz ein bisschen husten. Das Bild sieht doch echt ziemlich gut aus, muss ich wirklich sagen. Eine weinende Braut. Und Misha ist anscheinend aufgestanden. Ja, er ist aufgestanden. Denn er möchte aufs Klöchen. Medizin, Militär, Musiker, Politiker. Ja, da ist ja die Wissenschaft. Also, wir brauchen Geschicklichkeit, Gartenarbeit und Angel. Also, wir müssen uns noch nicht mal jetzt auf Gartenarbeit konzentrieren, sondern wirklich auf Geschicklichkeit. Okay, Igor hat heute fast 2000 Simoleons verdient. Das ist nicht schlecht. Und zu Hause wirst du dann fortfahren mit deinem Gemälde. Des Weiteren. Des Weiteren. Also müssen wir uns mit Katrin erstmal ein bisschen mit Geschicklichkeit auseinandersetzen. Und dann über die Gartenarbeit hin zur Angelfähigkeit uns orientieren. Also erst die Geschicklichkeitsfähigkeit. Okay, du fährst jetzt dann erst in die Buchhandlung. Nee, Moment. Fährst du in die Buchhandlung oder fährst du nicht in die Buchhandlung? Kurz gucken, ob wir vielleicht, haben wir das Buch ja sogar hier. Ja doch, Geschicklichkeit Band 1, da ist es. Da ist es doch. Sehr gut. Das heißt, du musst doch nicht mal in die Buchhandlung fahren. Lesen. Geschicklichkeit Band 1. Gut ist. Mit Wandtänzer spielen, nein. Spieluhr kaufen, nein. Befördert werden, ja. Vom Samen finden weg, das kommt rein. Da muss ich noch mal eben kurz ein Schlückchen trinken. Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Also, die Wissenschaftskarriere bringt uns auf jeden Fall ziemlich viel Geld ein, wie ich jetzt gerade sehe. Wir müssen nur 3 Tage die Woche arbeiten. Auch gut. Das ist sogar weniger als Igor. Der muss nämlich, meine ich, 4 Tage arbeiten. Ja, genau. Er muss 4 Tage arbeiten.
Genau. Okay. Wochenverdienst ist einigermaßen okay, liegt bei aktuell 1200 die Woche. Maximal sind 4.500 drin. Wenn ich mir jetzt mal eben hier die Forensikerkarriere anschaue, wir kriegen durchschnittlicher Wochenlohn 7.900. Doch sogar ein bisschen viel mehr als der Wissenschaftler. Der kriegt 5.400, wir kriegen knapp 8.000 und müssen auch nicht so viel können. Also perfekt ist das eigentlich. Aber jetzt haben wir eh erstmal beide Wochenenden, das heißt, beide können sich jetzt auf ihre Fähigkeiten konzentrieren, auf die Freunde konzentrieren. Und das ist auch das, was ich jetzt in den nächsten Folgen mit euch angehen möchte. Also, ich danke euch wie immer recht herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann natürlich auch in der nächsten Folge mit den beiden wieder, mit den dreien, Entschuldigung. Ja, drei. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute und viel Spaß. Ciao.